Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten WLAN-Verstärker und Repeater vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als ich den Rockspace AC2100 auspackte, war ich sofort von der Versprechung einer erweiterten und verbesserten Wi-Fi-Abdeckung begeistert. Dieses kleine, aber leistungsfähige Gerät zielt darauf ab, die Reichweite deines bestehenden Wi-Fi-Netzwerks zu erhöhen und tote Winkel in deinem Zuhause oder Büro zu eliminieren. Die Einrichtung war ein Kinderspiel, unterstützt durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Optionen für eine schnelle Konfiguration. Die Dual-Band-Fähigkeit ermöglicht es, dass sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz Netzwerke gleichzeitig erweitert werden, was zu einer verbesserten Leistung und weniger Störungen führt. Ein bedeutender Vorteil ist die Fähigkeit, Wi-Fi durch mehrere Wände zu leiten, was in meinem mehrstöckigen Haus besonders nützlich war. Allerdings ist kein Produkt ohne seine Schwächen. Die Abhängigkeit von der Positionierung des Extenders für optimale Leistung kann etwas heikel sein. Es erfordert etwas Experimentieren, um den idealen Standort zu finden. Darüber hinaus könnte die Begrenzung auf Wi-Fi 5 für einige Benutzer, die die neuesten Technologien suchen, ein Nachteil sein. Im Vergleich zu anderen Erweiterungen auf dem Markt sticht der Rockspace AC2100 durch seine benutzerfreundliche Einrichtung und leistungsstarke Durchdringung hervor. Die Möglichkeit, sowohl ein 2,4 als auch ein 5 GHz Netzwerk zu erweitern, stellt sicher, dass alle Geräte optimal unterstützt werden. Abschließend ist der Rockspace AC2100 eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der seine Wi-Fi-Abdeckung verbessern möchte, ohne ein Vermögen auszugeben. Er ist ideal für größere Häuser oder Büros mit mehreren Etagen und Räumen, die bisher nicht optimal abgedeckt waren. Mit seiner einfachen Einrichtung und starken Leistung ist es eine lohnende Investition für eine zuverlässige Wi-Fi-Verbindung. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Tender A33 ist ein Wi-Fi 6 Range Extender, der speziell für große Wohnbereiche entwickelt wurde und ich hatte die Gelegenheit, ihn auszuprobieren. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 574 Megabits pro Sekunde im 2,4 GHz Band und bis zu 2402 Megabits pro Sekunde im 5 GHz Band ist es eine starke Wahl für ein nahtloses Streaming, Gaming und Surfen. Die Installation ist dank der einfachen Einrichtung und der beiden Hochleistungsantennen, die eine ausgezeichnete Abdeckung und Reichweite bieten, unkompliziert. Obwohl der Tender A33 beeindruckende Geschwindigkeiten und eine verbesserte Netzwerkeffizienz bietet, könnte die Leistung in extrem großen Häusern oder bei vielen Hindernissen variieren. Außerdem ist das Design etwas klobig, was in einigen Haushalten störend wirken könnte. Im Vergleich zu anderen Wi-Fi-Extendern auf dem Markt hebt sich der Tender A33 durch seine Unterstützung für Wi-Fi 6 und die beeindruckenden Dual-Band-Geschwindigkeiten hervor. Diese Technologie bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber älteren Extendern, die noch auf Wi-Fi 5 basieren, insbesondere in Bezug auf die Anzahl gleichzeitig verbundener Geräte und die Gesamtnetzwerkeffizienz. Der Tender A33 ist ideal für Nutzer, die ihr Heimnetzwerk mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie aufrüsten möchten. Er bietet eine hervorragende Abdeckung, hohe Geschwindigkeiten und ist besonders geeignet für Haushalte mit vielen Geräten. Wenn du also nach einer Lösung suchst, um die Todzonen in deinem Zuhause zu eliminieren und gleichzeitig die Vorteile von Wi-Fi 6 zu genießen, ist der Tender A33 eine überlegenswerte Option. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Aus meiner Erfahrung heraus bietet das Asus RP AX58 eine bemerkenswerte Leistungssteigerung im Vergleich zu seinen Vorgängern und unterstützt den neuesten Wi-Fi-Standard für effizientere und schnellere Internetverbindungen. Allerdings, wie bei jedem Produkt, gibt es auch hier potenzielle Nachteile. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung variieren und die Installation und Konfiguration könnte für weniger technisch versierte Nutzer herausfordernd sein. Außerdem kann die Nutzung der vollen 160 MHz Bandbreite in einigen Regionen durch regulatorische Einschränkungen begrenzt sein. Der Asus zeichnet sich durch seine hohe Leistung aus, insbesondere durch die Unterstützung von Wi-Fi 6, welche für eine bessere Kapazität, Effizienz und niedrigere Latenz sorgt. Mit einer Bandbreite von 160 MHz auf den 5 GHz Kanälen kann der RP AX58 die Surfgeschwindigkeit effektiv verdoppeln. Seine Integration in das AI Mesh System ermöglicht zudem eine stabile, nahtlose und sichere drahtlose Verbindung im gesamten Zuhause. Zusammenfassend ist der Asus RP AX58 ideal für Nutzer, die ihr bestehendes Netzwerk mit den neuesten Wi-Fi 6 Technologien erweitern möchten.
Er ist besonders geeignet für Haushalte mit hohem Datenverkehr, in denen Geräte wie Smart TVs, Spielkonsolen und Smart Home Geräte reibungslos funktionieren müssen. Durch seine Fähigkeit, die Abdeckung deutlich zu erweitern und gleichzeitig die Netzwerkeffizienz zu verbessern, ist der RPAX 58 eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die die Leistung ihres Heimnetzwerks maximieren möchten. Als Technikenthusiast hatte ich die Chance, den TP-Link Archer Air E5, einen AX 3000 Dualband Wi-Fi 6 AirRange Extender, persönlich unter die Lupe zu nehmen. Dieses Gerät sticht sofort durch sein ultradünnes Design hervor, das sich perfekt in jedes moderne Zuhause einfügt. Aber es ist nicht nur das Aussehen, das beeindruckt. Beim Testen fielen mir ein paar Nachteile auf. Trotz seiner hervorragenden Leistung und einfachen Installation könnten die fehlenden externen Anschlüsse für manche ein Hindernis darstellen. Außerdem gibt es Geräte auf dem Markt, die spezifische fortgeschrittene Funktionen bieten, die dem Archer Air E5 fehlen. Verglichen mit ähnlichen Modellen anderer Marken punktet der Archer Air E5 vor allem durch sein schlankes Design und die Unterstützung für Wi-Fi 6, was eine deutliche Verbesserung der Netzwerkeffizienz und Abdeckung mit sich bringt. Die Einrichtung und Verwaltung über die TP-Link Tether-App ist ein weiteres Plus. Für diejenigen, die ihr Heimnetzwerk mit Wi-Fi 6 aufrüsten möchten, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist der Archer Air E5 eine ausgezeichnete Wahl. Er eignet sich besonders für Nutzer, die Wert auf Design legen und eine zuverlässige, zukunftssichere Netzwerkerweiterung suchen. Ich habe den Devolo Repeater getestet und bin beeindruckt. Dieses Gerät bringt dein Heimnetzwerk auf das nächste Level, dank Wi-Fi 6 Standard für schnellere Geschwindigkeiten, mehr Stabilität und höhere Datenraten. Der einfache Plug-and-Play-Ansatz bedeutet, dass du binnen Minuten eine stärkere Verbindung genießt. Ein Nachteil könnte sein, dass die Geräte, die von den fortgeschrittenen Wi-Fi 6 Funktionen profitieren, ebenfalls Wi-Fi 6 kompatibel sein müssen. Das könnte für einige Nutzer zusätzliche Upgrade-Kosten bedeuten. Im Vergleich zu anderen Repeatern sticht der Devolo mit seiner Unterstützung für Wi-Fi 6 hervor. Dies bietet einen deutlichen Vorteil in puncto Netzwerkeffizienz und Kapazität, insbesondere in Umgebungen mit vielen gleichzeitig verbundenen Geräten. Zusammenfassend ist der Devolo Repeater 3000 ideal für Nutzer, die ihr bestehendes Netzwerk einfach und effektiv erweitern möchten, um die Vorteile von Wi-Fi 6 zu nutzen. Er eignet sich besonders für Haushalte mit vielen Geräten und hohem Datenaufkommen. Ich habe den TP-Link RE815XE genau betrachtet und möchte meine Eindrücke mit dir teilen. Dieses Gerät verspricht, die Gesamtgeschwindigkeiten auf beeindruckende 5400 Mbits pro Sekunde zu steigern und nutzt dafür auch das relativ neue 6 GHz Band, um Interferenzen und Überlastungen zu vermeiden. Die Installation ist simpel gestaltet und lässt sich mühelos über die TP-Link Tether-App durchführen. Während meiner Testphase habe ich festgestellt, dass dieses Modell in der Tat ein Geschwindigkeitsmonster ist. Mit Unterstützung für das Wi-Fi 6E Standard bietet es geringere Latenzen und höhere Durchsatzgeschwindigkeiten. Zudem erlaubt die Easy Mesh Kompatibilität eine flexible Einrichtung eines ganzen Mesh-Netzwerks zu Hause, um Todzonen zu eliminieren. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile zu beachten. Ein Nutzerbericht deutet darauf hin, dass das Gerät etwa monatlich neu gestartet werden muss, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Trotz seiner beeindruckenden Reichweite und Geschwindigkeit könnten diese Zuverlässigkeitsprobleme für manche Nutzer störend sein. Es wurde berichtet, dass das Gerät hervorragend funktioniert, aber gelegentlich ausfällt und das erweiterte Netzwerk beeinträchtigt. Im Vergleich zu anderen Wi-Fi-Extendern auf dem Markt bietet der TP-Link dank Wi-Fi 6E eine der schnellsten Geschwindigkeiten und modernste Technologien. Die Möglichkeit, nahtlos in ein Mesh-Netzwerk integriert zu werden, ist ein weiterer großer Pluspunkt. Doch die potenziellen Zuverlässigkeitsprobleme sollten nicht ignoriert werden. Zusammenfassend ist dieses Modell für technikaffine Nutzer, die das absolute Neueste im Bereich der Wi-Fi-Technologie suchen und bereit sind, für diese Spitzenleistung eventuell kleinere Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, eine hervorragende Wahl. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!